Es ist Dienstag, der 22. Juni 2021. Sie sehen das SKW-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz bleibt bei Null. Live-Musik, Tag der Musik in der Havelstadt. Und Inkontinenz, Aufklärungswoche des Städtischen Klinikums. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum SKB-Journal. Die 7-Tage-Inzidenz der Havelstadt liegt weiter bei Null. In den letzten 7 Tagen gab es keine Neuinfektionen und auch stationär wird zurzeit kein Corona-Fall behandelt. In Quarantäne befinden sich zurzeit 5 Personen. Tja, und in den letzten Monaten haben Live-Musik und die Geselligkeit von Konzerten ja gefehlt. Umso schöner, dass man sie jetzt wieder erleben kann. Am Montag war Tag der Musik. Bundesweit gab es Veranstaltungen mit verschiedenen Open-Air-Konzerten und auch in Brandenburg an der Havel konnte man wieder Live-Musik hören. Zum Beispiel hatte das Stadtmuseum die Treppe des Freihauses als Bühne für die Musikschule angeboten und so breiteten sich die unterschiedlichen Ensembles auf und um die Stufen herum aus. Arndt Jeschke, der Leiter der Städtischen Musikschule Vico von Bülow, hatte sich auf so einen Moment gefreut, um die Freude der Musik in die Gesellschaft zurückzutragen, wie er sagte. Auch auf dem Hof des Interkulturellen Zentrums gab es ein Konzert. Hier traten Pop Moonshine und Sebastian Block auf und begeisterten die Gäste. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Knobi, Knobi, und du bleibst vital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Seit Montag ist Kontinenzwoche. Das Städtische Klinikum gestaltet diese Woche mit seinem Kontinenzzentrum ja immer mit Projekten und Kultur. Und in diesem Jahr hat man sich für einen speziellen künstlerischen Ansatz entschieden. Und sagt doch danach. Im Gesundheitszentrum kann man seit Montag dieses Klohäuschen bestaunen. Es ist Teil der Kontinenzwoche des Städtischen Klinikums und wurde von Stefanie Knitter und Thomas Bartel entworfen. Geholfen hatte dabei Material des Stadtmuseums. Ja, Professor Dr. Enzmann, Urologe am Städtischen Klinikum, hatte mich gefragt, ob man zum Weltkontinenztag eine künstlerische Aktion machen könnte, um dieses Thema ist ja doch schambehaftet. Um das ein bisschen aus dieser Schamecke herauszuholen, haben wir es versucht, auch etwas humorvoll zu gestalten. So kamen wir auf Stefanie Knitter und ich, kamen wir auf die Klohäuschen-Gestaltung. Das bot sich auch an, weil im Freihaus stand eine alte Weihnachtshütte. Und Frau Anja Grote hat uns dankenswerterweise dieses Material zur Verfügung gestellt. Und so konnten wir dann loslegen. Haben wir aus dieser Weihnachtshütte 2 Häuschen gebastelt. Eins steht ja jetzt hier im Gesundheitszentrum, das zweite steht in der St. Ann-Galerie. Die Kontinenzwoche wird seit mehreren Jahren vom Städtischen Klinikum organisiert. Vor allem das hauseigene Kontinenzzentrum wird dabei stark eingebunden. Gegründet wurde es 2007 von mehreren Ärzten aus verschiedenen Fachbereichen. Ja, im Jahre 2007 wurden wir gebeten, von der Geschäftsleitung ein Kontinenzzentrum zu gründen. Wir haben uns dann zusammengetan, die Chirurgie mit einem Oberarzt, leitenden Oberarzt, dem Dr. Niemann, der leitende Oberarzt der Urologie, Dr. Götze, und aus der Kinderurologie der Dr. Seidel
und ich als Vertreter der Gynäkologie und haben mal ein Konzept entwickelt, wie wir zusammenarbeiten können und wie wir die Energien sozusagen bündeln und haben dann 2007 das auch ins Leben gerufen und danach zertifizieren lassen. Und teilweise werden die Sprechstunden zu speziellen Fragen wie Stuhlinkontinenz durch den Dr. Niemann alleine erbracht oder die Kinderurologie, wo es um kindliches Einnässen, nächtliches Einnässen geht, durch den Dr. Seidel alleine erbracht. Und die Fragen zu Harninkontinenz und auch Beckenbodensenkung bearbeiten der Dr. Götze und ich gemeinsam. Die Kontinenzwoche ist vor allem wichtig, um den Betroffenen die Scham zu nehmen und dann Hilfe anbieten zu können. Deshalb hat man die Thematik mittels Kunst in die Öffentlichkeit gebracht. In diesem Jahr durch die Kulturklosetts. In den Toiletten erwartet den Havelstädter immer wieder etwas Neues. Am Montag konnte man im Gesundheitszentrum Klopoesie lesen. Naja, wir möchten natürlich nicht alles verraten. In den ersten Klohäuschen wird man Klopoesie hören und sehen können, also Bücher und Klosprüche und ein Gedicht zum Thema. Und in der St. Anne-Galerie wird es ein Vogelhäuschen geben mit Enten, aber eben Urinenten, die dann den richtigen Enten nachempfunden sind oder angepasst. Für die Ärzte vom Klinikum ist vor allem wichtig, dass sich die Patienten trauen, zu ihnen zu kommen. Deshalb gibt es in diesem Jahr auch eine weitere besondere Aktion. Also in dieser Kontinenzwoche haben wir wie sonst in den Jahren vorher auch schon versucht, mit Kunst und Kultur ein bisschen das nahe zu bringen. Aber im Speziellen haben wir dieses Jahr eine Hotline eingerichtet, wo jemand, der vielleicht von dem Problem betroffen ist, mal anrufen kann und fragen, wie vielleicht weitere Schritte eingeleitet werden könnten oder sich einfach grundsätzlich beraten, ob er überhaupt betroffen ist oder ob es sich schon lohnt, irgendwo hinzugehen. Und das wäre dann am Mittwochvormittag. Die Telefonhotline wird am Mittwoch, den 23.06. von 9 bis 12 Uhr erreichbar sein. Und wer Interesse hat, sich die Kulturklosetts anzuschauen, der findet diese bis Samstag in der St. Anne-Galerie und im Gesundheitszentrum. Wir kommen jetzt zu den Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Ja, und die dichte Wolkendecke hatte am heutigen Dienstag dafür gesorgt, dass die Höchsttemperaturen erst am Nachmittag erreicht wurden. Am Mittwoch soll es aber wieder sonnig werden mit 26 Grad. Donnerstag sieht es ganz genauso aus, aber das Tiefdruckgebiet zieht nur langsam nach Osten ab. Das heißt, am Freitag kann es sich noch einmal zuziehen. Gelegentlich sind dann auch wieder Schauer möglich. Das Ganze bei 22 Grad. Ja, und das war's dann auch schon wieder aus der SKB-Redaktion für den Dienstag. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie's gut.